herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A6 News. Und ihr seht es schon, wir sind hier direkt im Containment-Event. Ich bin ein bisschen spät dran tatsächlich. Oder was weiß ich nicht. Aber wir haben hier das Contain-Event hier am Start. Es gibt natürlich die Collection, die wir uns erstmal ganz schnell angucken werden jetzt hier. Wo haben wir das hier? Hier, Containment-Packs haben wir eins. Erstmal gucken wir uns die Collection an, dann machen wir es auf und dann gehen wir in eine Runde. Yo, okay, der sieht schon geil aus, der Skin. Yo. Mann, ich will die irgendwie alle haben. Bisher. Also die ich kenne, will ich haben eigentlich. Ich meine, nur mal als Beispiel, jetzt zum Beispiel der Jäger. Ich meine, lade mal kurz. Die brauchen aus irgendeinem Grund relativ lange zum Laden. Hier als Beispiel Jäger zum Beispiel, das sieht schon hart geil aus. Kann zwar relativ nervig werden im Game, vor allem jetzt hier der von, hier. Diese Kombination ist ja geil. Ja, nee, nur der hier von Warden kann kritisch werden. Je nachdem, wie gut der in dunklen Ecken sichtbar ist, aber egal. Die React-Dinger, also der von Zero sieht auch geil aus. Headgears kann man auch auf jeden Fall nichts gegen sagen. Was haben wir hier ansonsten an Waffendingern? Yo, okay, den. Das könnte mal ausnahmsweise eine Collection sein, in die ich reinpaye. Ganz ehrlich, die sind geil. Yo. Selbst die React-Dinger sind geil. Also ganz ehrlich, ich finde die React-Teile besser, also bis auf wenige Ausnahmen, die ich bisher gesehen habe. Okay, ja gut. Ne, jetzt hier sind die normalen. Welches ist das denn? Achso, das ist die von Blackbeard nur. Ja, okay, die von Blackbeard sieht geil aus, aber die haben auch was, die normalen React-Dinger. Weil, ganz ehrlich, dieses Color Scheme ist geil. Was ist das hier? Ja gut. Das ist ja eine Kleinigkeit, die man nicht unbedingt braucht. Ja gut, dann machen wir mal ganz schnell das erste Pack auf. Ein lilanes, okay, schon mal kein Charme. Oh. Ja, doch, finde ich okay. Kann man eventuell mal machen. Muss ich mal gucken. Was haben wir auf IQ? Das will ich jetzt mal gucken, ob das zu meinem jetzigen Zeug passt. Wo ist IQ nochmal? Hier oben. Nein, nicht Loadout, Headgear. Weil ich habe das Gefühl, die passt relativ gut rein. Wenn ich das jetzt drauf klatsche. Ja doch, so scheiße ist es gar nicht. Lassen wir mal drauf. Passt. Und für alle, die sich wundern, für wie viel man die Dinger kaufen kann. Warum, ja, ihr seht, ich habe hier ein paar E-Sport Packs. Diese Packs gehen für. Entweder kauft euch 32 Stück, das sind dann 400.000 Renown oder 9.600 Credits. Die 9.600 Credits gehen für, was ist denn das normal? Ich kenne die Preise nicht auswendig. 9.600, ja gut. Müsst ihr theoretisch 100 Euro für ausgeben. Ist jetzt nicht so ganz das Beste. Allerdings könnt ihr euch natürlich auch hier in der Collection die jeweiligen Operator Sets kaufen für jeweils 1.600. Das ist jetzt so eine Sache, obwohl, naja, tatsächlich nicht unbedingt. Interessant. Das ist 1600, die oberen hier alle. Und dann hier IQ hat nur noch 1100. Okay. Ist das ein Fehler oder warum? Achso, nee, weil ich, ja, okay, nee. Ja, alles 1600, ich habe vergessen, dass ich von IQ einen Teil schon habe. Und ihr könnt hier anscheinend auch den Attachment-Skin und sowas dafür kaufen. Ich weiß aber nicht, ob es das wert ist, weil ihr kriegt einen Attachment-Skin, den Waffenskin und diesen Charme für das gleiche wie ein gesamtes Operator-Set. Ich weiß nicht, ob das so wert ist, aber egal. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal in so ein Game rein. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir können nochmal ganz kurz auf Info gehen. 5 gegen 5, 3 Minuten, Nest Destructions. Ja. Die einen müssen defenden, die anderen müssen angreifen. Wir müssen angreifen, okay, perfekt. Also wir sind React im ersten Moment. Lol, dieser React-Bus sieht ja geil aus. Dass sie ihn recolored haben, das hat was. Okay, wen spielen wir denn jetzt? Wir spielen. Oh. Ihr seht schon, wir haben deutlich mehr Leute, aber wir gehen mal auf IQ. Ich will schon, wenn schon, dann die React-Leute haben. Wenn schon, dann will ich React-Leute haben, weil ganz ehrlich. Ihr seht zwar, wir haben hier deutlich mehr. Ich meine, Finker passt sogar noch. Sophia, weiß ich nicht, sieht nicht gerade nach so einer Situation aus. Termite ist recht nicht und so. Sagen wir es mal so, ich mag es, diese React-Uniform zu haben hier in diesem Modus, glaube ich. Kann nicht schaden.
Und das sieht auch geil aus. Wir eskortieren diese Reihe in der Mitte. Aber egal. So. Intro. React Incursion imminent. Stand clear. React is in drone recon. Okay, interessant. Wir haben zwei kleinere, die zerstört werden müssen. Und danach haben wir ein Hauptziel, was wir zerstören müssen. Das Hauptziel ist uns angezeigt. Oh, hier ist zu. Unser Hauptziel ist das Ding hier, glaube ich. Okay, die Map sieht schon hart geil aus, muss ich sagen. Kann man nichts gegen sagen, also wirklich. Und ja. React Squad moving in. Es sieht halt einfach nur geil aus. Einer war close zur Garage, das weiß ich. Die Frage ist, wie viel Leben haben die? Okay. Ich würde ganz gerne mal... Komm, wir gehen mal als Trupp rein, wirklich. Okay, haben wir Headshot? Oder waren das ein One-Shot-Headshot gerade? Das wäre interessant zu wissen. Die können angeblich ja Dings tanken. Okay. Da haben wir auch einen. Lol. Okay, die haben ja richtig viel Leben. Die haben ja absolut viel Leben. Was ist das denn? Die hat ja richtig gefressen. Okay. Das ist sehr, 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 sehr interessant. Und ich glaube, ich muss ein LMG mitnehmen. Dann beim nächsten Mal. Na gut, wo wollen wir die Fenden? Second Floor. Ich nehme ganz klar Warden. Melee und Barbed Wire. Ich will mal wissen, hat das Barbed Wire einen Weave Collar? Ich habe es nicht gesehen. Okay, das wird interessant. Was meint ihr, wie viel Leben haben wir? Auf jeden Fall deutlich mehr als 200, 300 oder so. Wahrscheinlich irgendwas um die 5 bis 1000 oder so. 500 bis 1000 werden wir haben. Wenn es uns denn angezeigt wird, ich weiß es halt nicht. Na, 650. Okay. Ja, okay, das Barbed Wire sieht interessant aus. Okay. Nest location identified. Interessant. Können wir Drohnen damit wegklatschen? Ja, können wir. Ui, wir haben ja eine Runipan. Okay, das ist interessant, dass wir einen Runipan haben. Ah, da war ja was. Okay, hier ist gerade nichts. Wir können uns nicht lehnen und das war unten, glaube ich. Wobei, nee, nach hinten kann es nicht. Okay, schade. Wo sind die überhaupt? Okay, wir haben einen. Komisch. Ja, okay. Es scheint aber so, als wäre es relativ defender-sided. Was schade ist, aber... Interessant, du musst auf jeden Fall deutlich defensiver spielen. Also es macht Spaß, aber du musst deutlich defensiver spielen. Nehmen wir nochmal IQ und dieses Mal aber mit dem LMG. Also ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können, LMG mitzunehmen und Breach Charges. Ja, nee, brauchen wir nicht. Die Claymore ist schon okay, weil die macht schon relativ viel Schaden, aber... Ja, nee, Breach Charges sind, glaube ich, doch besser. Shotguns könnten ja auch relativ stark sein, weil, ja, ihr wisst schon, sie machen relativ viel Schaden. Zumindest auf Short Range.
Aber ich weiß nicht, ob sie besser sind. Weil die werden nie über wirklich groß über 100 Schaden machen und so. Ja gut, ich will aber gerne mal wissen, wo sind die Secondary Nest-Dinger da? Erkennt man die oder? Ich habe bisher noch keins gesehen, wirklich. Ah, hier. React located a nest. Okay, das ist jetzt mein Ziel. Ich würde gerne da unten spawnen. Okay, spawnen wir gemeinsam? Ja, anscheinend. Warte mal, die Kameras sind unter unserer Kontrolle? Interessant. Okay, ich habe einen gekriegt, aber ihr habt schon gesehen, gesamtes Magazin ging da rein. Alter. Die zieht halt wirklich ein komplettes Magazin in sich rein. Aber ich glaube kaum, dass es auf irgendwann mal auch auf ein hier Objective Win geht, sondern eher nur auf die Wins durch durch die wunderschönen Kills. Ja, geht halt fast nicht anders. Ansonsten, wie gesagt, ich wäre mir nicht sicher, ob die nicht im Generellen ein bisschen zu stark sind, die Verteidiger. Ah, das ist ja mal eine ganz andere Sache. Ja gut. Der Reskin von dieser Map sieht aber geil aus. Das muss man denen lassen. Das haben sie gut gemacht. Lol, was ist das hier? Ah, lol, das ist diese Dingstation. Diese Rettungsstation wieder. Okay. Oh. Wir hatten eine gute Chance. Schade. Ja, okay, das ist. Ja, kritisch. Gedroppt. Okay, nee, doch nicht gedroppt. Ja, okay, das ist jetzt natürlich belastend alles. Erstmal sich selber beinahe ge... Oh, nice. Okay. Wir haben schon mal einen Random Attack. Okay, es ist also möglich auf jeden Fall. Und es kommt keine besondere Cutscene oder sonst was. Schade. Was geil wäre, wenn danach noch so eine Mini-Cutscene käme, wo sie dann reinkommen oder so. Aber vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, haben wir sowas ja dann am Dings. Nehmen wir mal wieder Warden. Achso, und warte mal, wie uns wird angezeigt, wo die sind. Okay. Ah, okay. Lol, okay, ja gut. Ich wusste noch nicht mal... Ja, lol. Ja, danke. Es wird gesagt, wo die sind. Also warte mal, eben gerade wären die Dinger... Wo sind denn die gewesen? Keine Ahnung. Okay, es ist so wie Bomben, sozusagen. Man muss zwei Bomben entschärfen, bevor man die Hauptbombe entschärfen kann. Okay, nice. Ah ja, ich würde ganz gerne mal eine Runde sehen, wo sie wirklich entschärft haben, sozusagen. Die Nester. Ah ja. Lol. Die Sounds sind aber auch geil, wie man macht. Nest found by React Squad. Ja, doch, dieses dunklere Barbwehr sieht auch geil aus irgendwo. Aber es ist halt nicht wirklich viel. Ah, egal. React located all objectives. React Squad must act on acquired intel. Okay. React Squad has control of cameras. Dagegen können wir ja nicht mal was machen. Ja, okay, sie wissen aber, wo B ist, sie wissen, wo A ist. Das sieht halt auch schon hart geil aus. Ja, diese 5 Schaden, die man nimmt davon.
sind sehr, sehr, sehr wichtig für uns hier auf jeden Fall. Warum waschen die da raus? Warum? Ey, das wird gerade so geswallt von uns. Okay, kommt hier rum, traut euch. Oh fuck. Falscher Knopf. Ah fuck. Wie viel Schaden habe ich da genommen? Oder war das Headshot? Ah, keine Ahnung, schade. Es scheint Headshot, One-Shot-Headshot zu geben noch, oder? Oder macht der einfach nur 10-fach an Schaden oder so immer noch? Ich weiß es nicht. Ist interessant, aber ja gut. Der Modus macht auf jeden Fall wirklich Bock, muss man sagen. Und man sieht ja auch, es ist halbwegs ausgeglichen. Jeder kriegt irgendwo mal ein paar Kills. Jetzt wollen wir doch mal wen anders spielen hier. Wen haben wir noch? So ein Ace könnte man ja nochmal spielen. Der hat eine relativ starke Waffe. Das war eigentlich seine Secondary. Oh, komm, wir gehen mal mit Pump rein. Hauen das Ding rein. Und das darauf. Oder nee, warte, da passt das besser drauf. Ja, komm. Und Claymore nehmen wir mal mit. Gibt uns wenigstens die Möglichkeit, aber komm. Wir probieren es mal mit der Pump, ob das wirklich was bringt, weil eigentlich Zombie-Apokalypse und so immer Pumps eigentlich, ja, man kennt. Oder habt ihr jemals irgendeinen Film gesehen, wo keiner mit einer Pumpgun rumrennt bei so einer Apokalypse hier? Okay, sind die hier unten drin? Nein. Die Frage ist immer, wo sind die Hauptnester, weil ich will immer noch Nester zerstören. Hier könnte noch eins sein. Nein. Okay, wir haben eins identified. Okay, nice. React is in control of the cameras. Machen wir einfach mal so. Die Sache ist, wir haben halt so einen Vorteil, solange wir an den Fenstern hängen können, weil die uns nicht minen können, wirklich. Wo ist denn deren Nest hier drin? Ist das schon down, oder? Das sagt ich doch. Es ist ziemlich stark, hier an Fenstern zu hängen, weil die uns hier nicht wirklich minen können. Warum geht ihr alle rein? Lol, er springt einfach raus. Okay, geil. Okay, die Meta ist auf jeden Fall an Fenstern hängen und hoffen, dass die rushen. Ja gut. Okay, das ist eine gute Meta und Shotguns sind Trash. Können wir festhalten. Ui. Okay, Dekontamination. Und da kommt's mal Pet. Also ganz ehrlich, hier muss wirklich gewaschen werden. Aber ja. Wunderschön. Dekontaminationsphase da. Wunderschöne Endphase. Es wäre natürlich auch noch gut zu wissen, wie die andere Phase aussieht. Und ja, das kriegt ihr wahrscheinlich noch zu sehen. Ich werde hier nach noch ein paar andere Rollen spielen. Und ihr seht jetzt nochmal ganz kurz die Phase, wenn die Verteidiger gewonnen haben. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.